Eine ganze Menge nobler Flaneurs und gewöhnlicher Leute belagerte das Portal, um einen kleinen Blick in das geschmückte Innere zu werfen oder den Geruchssinn an den ausströmenden Wohlgerüchen zu ergötzen. Unter ihnen befanden sich zwei Männer in Matrosentracht. Sie standen schweigend nebeneinander und warfen höchst gleichgültige Blicke auf die anderen. Ihr Augenmerk schien vorzugsweise auf eines der erleuchteten Fenster gerichtet zu sein. Lange, lange harrten sie aus. Da endlich wurde der Vorhang herabgelassen, der Schatten einer erhobenen Hand strich einige Male dahinter auf und nieder, dann verlöschte das Licht. Das ist das Zeichen, flüsterte der eine. Komm, antwortete der andere. Sie schritten fort und bogen in das Gässchen, das Latour und Jean am Tag betreten hatten. An der Gartenpforte stand ein Koffer, neben ihm eine männliche Gestalt. Es war hier so dunkel, dass man die Einzelheiten nicht genau zu erkennen vermochte. Doch war so viel zu sehen, dass der Mann kaum die Mittelgröße erreichte und einen mächtigen, dunklen Vollbart trug. Ist der Wagen bestellt? Fragte der Mann mit dem dunklen Vollbart kurz. Jawohl! Vorwärts! Seine Stimme klang befehlend, als sei er das Kommandieren von Jugend auf gewöhnt.